So, unsere Freunde, willkommen bei My Trees in the Pot oder in the Ruhepot. Euer Patrick wieder hier. Was soll dieses Video? Ich will euch mal kurz zeigen, wie ich mein Substrat mache. Ich habe mir gedacht, vielleicht schon ein bisschen zu spät, wir haben jetzt April 2018. Vielleicht kann der eine oder andere das dieses Jahr noch gebrauchen. Ansonsten super für nächstes Jahr. Warum habe ich das hier alles immer so aufgebaut? Das sind die Grundlagen, aus denen ich so meine Substrate dann mache. Ich unterscheide grundsätzlich zwischen drei Substraten, die ich jetzt auch in drei einzelnen Kurzvideos mal eben hier hochladen werde, noch hoffentlich schnell. Und zwar einmal habe ich eine allgemeine Bonsai-Mischung, dann habe ich eine Ahorn-Mischung und dann habe ich eine Nadelbaum-Mischung quasi. Und die baue ich immer wieder aus den ähnlichen Substanzen so zusammen. Was haben wir hier stehen? Das wohlbekannte Fiboterm, was ich mittlerweile aber ersetze durch Rigodur. Quasi, ich mische das jetzt noch, solange ich noch Fiboterm habe, 50-50, die beiden Sachen immer. Ich habe Kanuma, einmal hier und einmal hier. Ich habe ein bisschen Labergranulat, ich habe Bimskis, ich habe schon Kokos hier voraufgeweicht, das sind immer diese Blöcke. Was habe ich hier? Ja, hier ist Keriot, Vitaminerde für Nadelbäume zum Beispiel. Und je nachdem, was ich für eine Mische mache, verwende ich von den einzelnen Substraten halt ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Ich habe mir das immer hier so aufgeschrieben, schon so hängen, so auf so einem Zettel. Was aber wo reinkommt, das seht ihr jetzt in den einzelnen Videos. Bis gleich. So, eine kurze Grundlage vorab. Alle Substrate, also alle Zusatzstoffe, wie hier zum Beispiel der Bimskies, einmal exemplarisch für alles, werden bei mir einmal immer gesiebt. Der liegt in verschiedenen Körnungen vor, also alles liegt in verschiedenen Körnungen vor. Beim Bimskies ist es richtig krass, der hat 2 bis 12 mm. Deshalb siebe ich mir das in 3 Stufen auseinander. Ich fange mal an mit dem großen Sieb. Hier fällt alles noch durch, was so gerade eben 5 mm hat. Was größer ist, bleibt dann quasi liegen. Dann gibt es die zweite Siebstufe. Hier fällt alles durch, was so circa 1 mm oder kleiner ist. Und alles größere, also die 2 bis 5 mm, die bleiben hier drin liegen. Das ist nämlich genau das, was wir haben wollen. Das benutze ich hauptsächlich für meine Bonsais. Und dann gibt es nochmal diese feine Stufe. Hier bleibt alles liegen, was eine Körnung hat, die größer als 1 mm ist. Und der ganze Staub fällt dann durch. Interessant ist dann diese 1 mm Körnung für manche, die haben sogenannte Zen-Gärten und machen sich dann das Granulat in diese Zen-Gärten. Das sieht ganz schick aus, aber sowas habe ich nicht und da stehe ich auch nicht drauf. Ich nehme dieses kleine Zeug eher, um das nachher oben so als Deckschicht auf meine Bonsais zu machen. Vor allen Dingen in den Jahren, wo ich die nicht umtopfe. Ich topfe alle 2 Jahre um und in dem Jahr, wo ich nicht umtopfe, nehme ich dann diese feine, dieses feine Granulat nochmal extra. Und mache das nochmal auf die Bonsais oben so ein bisschen drüber, so die ich nicht umgetopft habe, um die mal einmal so ein bisschen aufzupäppeln und wenigstens ein bisschen was gemacht zu haben, wenn sie schon nicht umgetopft werden. Ja, und das sind eigentlich so die Grundlagen. Wie gesagt, das mache ich bei Bimskies, bei Labergranulat, bei dem Bleton, also Fibo oder Rigodur, bei Keriot und Kanuma. Das Einzige, wo ich es nicht mache, ist natürlich der Kokos. Wie gesagt, es gibt bestimmt auch Special-Leute, die das da auch machen, aber Kokos kommt da natürlich pur rein. Ja, ich siebe jetzt einmal exemplarisch hier einmal was im Zeitraffer zusammen. Das gilt quasi für alle Einzelsubstrate, nur dass ihr es einmal gesehen habt. Und dann kommen wir zu den einzelnen Mischungen. Go!
als Grundlage. Oder erstmal vorab, wir fangen an mit einer Ahornmischung. Nicht wundern, hier ist noch ein bisschen was drin, das reicht aber nicht für den nächsten Baum und deshalb wollte ich euch hier mal mitnehmen. Wir fangen an mit einer Ahornmischung. Die ganzen Eimer stehen hier, weil das sind meine einzelnen Sachen. In Ahorn kommt grundsätzlich rein Kokos, Labergranulat, Bimskies, Kanuma und Phyboterm rigodur, früher Akadama. So, und weil die ja alle unterschiedliche Massen haben, also eine unterschiedliche Dichte, wäre es unfair, das jetzt irgendwie nach Gewicht zu machen oder ungleichmäßig. Deshalb machen wir es nach Volumenprozent und zwar immer in Litern sozusagen. Den Messbecher hier, das war kaputt, das kommt auch nicht auf einen Milliliter an, aber grob immer auf einen Liter. Und für Ahornerde nehmen wir grundsätzlich 25% Rigodur Phyboterm, also Bleton. Dann nehmen wir 25% Kanuma. Dann nehmen wir 12,5% Bimskies, 12,5% Lava und wir nehmen 25% Kokoserde. Und zu guter Schluss machen wir noch ein bisschen was von diesem Endomykorrhiza-Pilz dazu. Also den gibt es auch einmal als Ecto- und Endomykorrhiza. Aber da gibt es quasi eine Verpackungsbeilage hier. Da habe ich mir schon mal so drauf markiert, welche Arten von Bäumen ich habe. Und dann muss ich immer noch gucken, Ahorn braucht Endomykorrhiza, manche brauchen beide, deshalb gibt es den einen in zusammengeführter Version. Aber der Ahorn braucht keinen Ektomykorrhiza, also nur ein Endo. Bäume, die diesen Pilz nicht brauchen, das schadet den Bäumen auch nicht. Das nehmen wir dann einfach nicht wahr. Nur die, die ihn brauchen, die kommen auch ohne den klar, außerhalb Kiefern und so. Nur bei Laubbäumen ist das ein gutes Benefit für den Baum. Und deshalb mache ich immer noch ein bisschen was davon in meine fertige Mischung rein. Also wir fangen an mit Volumenprozent. Ich fange immer grundsätzlich erstmal an mit meiner Basis. Wie gesagt, die war früher Akadama. Also 25% machen wir jetzt hier rein. Das sind für mich 2,5 Liter. So mische ich das jetzt. Also quasi 1 Liter. Obwohl das abgesiebte Staub ist, trotzdem. Zwei Liter. Und jetzt nochmal ein halber, obwohl ich den halben sogar ein bisschen reduziere, mache ich vielleicht ein Drittel raus, weil Phyboterm und Labergranulat haben in etwa gleiche Eigenschaften, bloß das Labergranulat, da bleibe ich einfach bei, weil das die klassische Mischung ist. So, 2,5 Liter Bleton, dann kann der schon mal weg. Genau, um euch das zu veranschaulichen, wollte ich das hier mal so positionieren. Mache ich gleich nochmal eine Kamerafahrt drauf. So, dann quasi früher Floraton, also normale Blumenerde sozusagen. Blumenerde gefällt mir auch nicht so. Kokos hat schönere Eigenschaften. Habe ich hier schon voraufgeweicht. War nicht wirklich richtig klein gemacht. Ihr packt ja immer so zusammen. Schön auseinander machen, weil sonst die Volumenprozent, das ist sowieso schon vom Volumen relativ dicht gepackt. So. Früher habe ich beim Ahorn habe ich die Mische auch gefahren, habe aber immer das Floraton, oder sprich den Kokos weggelassen, also ganz ohne den sogenannten Humusanteil. Hat auch super funktioniert, allerdings ist es dann mit dem Gießen ein bisschen schwierig, auch wenn ich immer größere Schalen fahre. Machen wir auch mal großzügig erstmal rein. 25% jetzt hiervon. Ich schreibe das auch nochmal unten in die Videobeschreibung, schreibe ich nochmal die Zusammensetzung rein. Und mal gucken, im Video jetzt hier drunter werdet ihr das vielleicht auch noch sehen, dass ich dann immer die einzelnen Volumenprozent nochmal so aufliste. Also 1 Liter. Liter. Und ein halber. Also sind 50% unserer Mische quasi schon fertig. 25%
Kokos, 25% Fibotherm. Genau, zur Veranschaulichung. Ein bisschen unfair, wir müssen auch im Maßstab bleiben. So. Als nächstes mein Lieblingszeug. Ich schreibe es auch mal hier drauf, weil gerade bei den Eimern Kanuma und Keriut, die Vitaminerde, je nachdem, was für eine Mische man da aus, von welchem Hersteller kriegt, haben die manchmal eine sehr ähnliche Farbe. Meistens ist das Kanuma wesentlich heller, aber manchmal ist das Keriut auch sehr hell. So. Das ist jetzt diese saure Azaleenerde. Wenn ihr die vorher noch nicht bei euren Eiern dabei gemacht habt, macht die mal dabei. Fangt vielleicht erstmal leicht an. Es gibt auch schöne Bücher oder so ein Baumlexikon online. Da steht teilweise, wie sauer die einzelnen Eiern stehen sollen. Dann kann man ja so ein bisschen variieren, so nach Gefühl. Wer ganz professionell ist, hat ein pH-Messgerät und löst das im Wasser und misst mal vielleicht den pH-Wert von seiner Mische. Ich habe sowas nicht. Vielleicht mal Detlef Römisch ansprechen, der hat ja alle Gerätschaften. Also 1 Liter, insgesamt auch 25%. Zwei Liter. Und ein halber. So, auch hier nochmal zur Veranschaulichung. So, und jetzt 25% Laber und Bims, sprich 12,54 von. Ist auch sehr einfach. Das lässt sich ein bisschen variieren. Ich glaube, bei der letzten Mischung hatte ich nur 1 Liter Laber und 1,5 Liter Bims, weil Bims auch einen guten Wasserspeichereigenschaften hat und wie gesagt durch den Blähton schon relativ viel davon drin ist. So, 1 Liter Laber. Keine Schaufel dazu nehmen. Also Pi mal Daumen, ein Viertel, also 0,25 Liter. Achso, auch hier nochmal zur Veranschaulichung. Aber ein bisschen weniger, damit das klar wird. So, und dann last but not least Bimskis. Auch wieder 1,25 Liter. Ein Liter. Und ein grobes Viertel. Hier kommt es überhaupt nicht auf Kleinigkeiten an. Ach, guck mal, vor die Veranschaulichung. Legen wir mal voreinander, damit das klar wird. Das mache ich natürlich nachher schön ordentlich wieder in meine Eimer für die anderen Teile. So, wir sind noch nicht ganz fertig. Das ist ganz schön voll der Eimer, weil da ja schon ein bisschen was drin war. Wie gesagt, auf meiner Liste steht's, welcher Baum welchen Pilz braucht. Kriegt ihr bei den Anbietern meistens, also da wo ich das hier habe, diesen Endomykorrhiza. Und da gibt es auch immer gute Beipackzettel sozusagen, welcher Baum was braucht, hatte ich gerade schon grob gezeigt. Da steht irgendwie bei 20 bis 40 Milliliter pro Pflanzensubstrat. Keine Ahnung. Ich mache einfach immer auf so einem großen Eimer so 2 bis 3 Löffel. 2 sollten meistens reichen. Und dann mache ich das nachher nach baumabhängig. Wie gesagt, so viel kann nicht sein. Der Pilz, der bildet sich ja sowieso selbst. Sprich bei meinen richtig wichtigen Bäumen, zum Beispiel bei meinem Atropoporum, den ich auch später noch umtopfen werde, wofür ich jetzt diese Mische extra mache, den impfe ich nochmal extra. Das bloß damit schon mal grob ein bisschen was drin ist. Ist ja auch ein Pilz, Sporen verteilen sich immer schnell. Und jetzt kommt das super praktisch in den Eimer, lassen sich nicht nur super gut wegstellen, sondern wir können auch spitzenmäßig jetzt den Deckel drauf machen und das Ganze mal durchrühren.
nur aufpassen, dass der Deckel richtig zu ist. Habe ich auch schon gehört, dass der auch war. Mal einmal gucken. Ja. Das Einzige, was jetzt ist, dass das Kokos sich nicht so super aufgelöst hat, das ist, wenn das normalerweise weicht das früh genug ein, dass das Kokos auch ein bisschen abtrocknen kann. Aber vor jedem Baum mische ich dann mal einmal grob durch. Und wenn hier ein bisschen mehr Luft im Eimer ist, dann zerschlägt sich das Kokos auch ein bisschen besser. Ich glaube, für nächstes Jahr lege ich mir eine Speismühle zu, wo ich das alles schön drin mische. Dann kann ich mal hier neben mir laufen. Schön wie auf dem Bau. So. Schöpfen wir mal ein bisschen was ab. Das lasse ich jetzt mal im Becher drin. Damit sich jetzt nicht so durchmischt. Und fertig ist meine Auermischung. Noch mal kurz im Detail. So, wie gesagt, Bimskis, Lava, Kanuma, Kokos, Fiboterm, Rigodur. Und so sieht es dann fertig aus. Ja, unsere Freunde, der Tisch ist leer. Die Granulate sind gemischt. Ich hoffe, der eine oder andere konnte vielleicht ein bisschen was daraus mitnehmen. Die erfahrenen Gonsianer, die kennen das natürlich. Das ist auch keine Richtlinie für ein Substrat. Das ist meine Art, wie ich mein Substrat mache. Das habe ich mir natürlich auch irgendwo so ein bisschen abgekupfert. Dann gibt es da ein, zwei Bonsai-Läden, die ihre Mischungen ja offen stellen und das ist so ähnlich. Funktioniert super. Vielleicht wollt ihr es nachmachen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was so eure Erfahrung mit den einzelnen Mischungen ist. Ja, und wie gesagt, vielleicht für dieses Jahr noch zu spät, aber für nächstes Jahr kann es der eine oder andere gebrauchen. Wir haben jetzt 2018. Wenn sich nächstes Jahr meine Granulate irgendwie ändern, dann füge ich das natürlich an, aber das ist jetzt so diese Basismischung, mit der ich jetzt so seit 2 Jahren fahre. Was man allgemein sagen kann einmal ist, ich habe das Akadama grundsätzlich aus den Mischungen rausgeworfen und habe das durch den Bleton ersetzt. Alle anderen Anteile sind gleich geblieben und das habe ich nur aus Kostengründen gemacht, weil 50 Liter Bleton kriege ich günstiger als 15 Liter Akadama. Und das ist ja natürlich irgendwann so eine Kostenfrage, wenn man mehrere Bäume hat. Ja, und wie ihr das so handhabt oder wie gesagt, oder auch eure Misserfolge oder Erfolge, die könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Vielleicht ist für mich auch nochmal irgendwie der ein oder andere Mehrwert dabei. Ja, und wem das gefallen hat, den bitte ich natürlich einen Daumen nach oben dazu lassen bei dem Video. Abonniert den Channel, dann bleibt ihr auch weiter dabei, denn wie gesagt, mit den Bäumen geht es jetzt peu à peu weiter. Und ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.